soll mal einer verstehen. Das soll mal einer verstehen. Hat er getroffen? Nee, ne? Gut. Hat er getroffen? Nein, gut. Egal was, ich will haben, genau. Ja, das Spiel mit... Ah, jetzt ist unsere Deckung weg. Wie viele Schüsse bekommt er denn? Pistole, ha? Huh? Er kann trotzdem nicht treffen. Was ist... Wenn er zielt, trifft er nichts. Und wenn ich mich bewege, dann ist so... der trifft. Keine Munition mehr. Okay, wir bewegen uns mal hier rein. Und laden nach. So. Und dann bewegen wir uns da raus. So. Okay. Wir rücken ein wenig vor. Kannst du, wenn er da nicht mehr steht? Nee, ne? Du kannst dich hierhin bewegen. Und du kannst dich bereit machen für Epic Flankenmanöver. Kannst du nicht hier irgendwie durchspringen oder sowas? Oder wir stellen ihn einfach mal hinter die volle Deckung hier. Ich hoffe, dass das da hinten der letzte Typ ist. Ist sowieso der letzte Typ, ey. Der letzte Typ. Okay. Er hat, glaube ich, auch ein Level-Up dann verdient. Du kannst sogar noch weiter nach vorne. Ja gut, dann machen wir das mal. Hm. Ja. So. Was machst du jetzt? Kriegst du noch einen Schuss? Nein, kriegst du nicht. Dann kannst du dir ja jetzt deine Beförderung verdienen. Oder auch nicht. Aber hey, hätte auch schlimmer kommen können. Ich hoffe, es ist der letzte Typ. Naben! Hey, Telekinese, was geht? Alles gut bei dir? Ich hoffe doch. Was läuft falsch mit euch? Wie viele Lebenspunkte hast du? Bisschen müde und sagt, ja, müde. Müde geht eigentlich immer. Alter, du hast keine Munition mehr? Nachladen. Apropos keine Munition mehr. Wir haben keine Munition mehr für die Schrotflinte. Also für diese Alien-Sci-Fi-Schrotflinte und so. Komm, schieß daneben. Das war daneben, aber gut. So, ich wiederhole, es ist Zeit für dich, dass du... Ah, oh, wir können sogar Nahkampf hier. Warte, das haben wir noch nicht gemacht. Wir machen's mal. Hämmern! Wie Lobob war das denn? In XCOM 2, jedes Mal, wenn du einen Nahkampfangriff machst, ist so Slow-Mo. Kommt der Typ so angesprungen, so... Und hier einfach so... Klein brutaler, als es aussah, das stimmt. Die interessantesten Technologien sind im Besitz der Fraktionen. Um sie zu erhalten, musst du dich mit ihnen verbünden oder sie stehlen. Gut. Alles klar. Hi there. My name is Athena. And I'd like to thank you on behalf of Synhedrion as a whole. You know, outsiders sometimes think of Synhedrion as a bunch of naive, helpless people living in a big bubble. And I know we can appear that way. But the truth is, we are more like a powder keg. Trying to build a truly democratic society without hierarchies involves a lot of arguing. The Terraformers want one thing, the Polyphonic Tendency another. Zara clashes with Nikolai, Stas tries to keep everyone calm. Every haven has a totally different set of priorities. And then something like this happens.
Okay. Ja, tatsächlich. Also irgendwie haben die alle samt einen sehr russischen Akzent. Also sowohl die eigenen Soldaten als jetzt auch die Fraktion, die erste Fraktion, glaube ich, auch, ne? Ja, ist das Licht jetzt wieder ausgegangen hier. Ich muss mal ein Stromkabel legen, nicht immer nur mit Akku. Ah, interessant. Jetzt haben wir anscheinend die zweite Fraktion kennengelernt. The whole thing works. We've built something remarkable, given everything we've been through, and the Phoenix Project could help us really make a difference on this wretched planet. Think about it, please. We have a lot in common, and here's your payment. We believe in people being rewarded for their labor. Danke. Wodka, Wodka, Freunde. Für Solidaritätshandlungen ist keine Zahlung erforderlich. Ich will ja Good Boy sein, aber ich meine, wir kämpfen einen Krieg. Danke. You're welcome. I hope we can work together again. Okay. Ja, er schreibt ja auch Danke. Ne? Ah, so gut. Okay, Senetrion. Senetrion und die Jünger von Anus. Da. Okay, ja, ich glaube, nach der Mission fliegen wir aber erstmal wieder nach Hause und lassen unsere Leute jetzt sich auch ein bisschen ausruhen. Okay, Bereit, Gegenstandsplätze leeren. 1. Deutsch schwer. Da. Wir jetzt, Freunde. Gut. Okay, das passt aber dann bei denen nicht rein, ne? Ich glaube, da muss ich, so leid es mir tut, aber... Hä? Wo kommt denn das Magazin dann hin? Warte mal. Wenn ich das jetzt da rein tue und dann... Wir haben Item Duplication Bug gefunden. Nice! Oh ja, das Licht ist echt. Ja, Entschuldigung. Ich mach mal kurz Licht an, bin gleich wieder da. Das sieht jetzt nicht so gut. Ah, okay, Munition. Ah, nee, okay. Ist einfach dann rausgezogen. Ja, das ist ja auch doof. Ah, es wird automatisch nachgeladen. Okay, ja, verdammt. Oh, Licht. Ja, muss erstmal so gehen gerade. Ist nicht schön, aber ist Licht. Ah, schade. Ich habe gedacht, wir hätten schon einen Item Duplication Bug gefunden. Aber leider nicht. Ja, wir müssen das trotzdem mal nicht equippen. Und dann geben wir dir jetzt eine normale Waffe. So. Ah, das braucht auch 15 Stunden bis so ein Gewehr. Dann sollte ich vielleicht ein bisschen nachproduzieren, oder? Ich meine, du hast jetzt gerade keine Waffe. Du bist stamina-mäßig nicht gut dabei. Du auch nicht. Dann lassen wir die sich jetzt alle erstmal ausruhen. Aber wir haben noch ein bisschen Stufenaufstieg zu tun. Okay, was haben wir hier? Sprint. Sprint war jetzt eigentlich ganz cool. In dem einen Mal, wo wir es eingesetzt haben. Okay, lassen wir so. Du hast immer noch nicht weiter aufgerüstet. Okay, Lutze. Zurückschießen. Feuer auf einen Feind innerhalb der Hälfte der Warnungsreichweite, der einen Verbündeten angreift. Ist ja ein bisschen Close Quarters Combat. Nur mit einer Granate auf den Feind. Da war ich, da. Okay, komm, dir geben wir den Skill einfach mal. Dann machen wir so. Na, bisschen Willensstärke sollten wir schon noch irgendwie haben.
Also ich glaube, das ist gar nicht so zu unterschätzen. Weil wir sind bis jetzt ziemlich gut dabei, dass wir nicht so sehr beschossen werden. Aber das kann sich ändern. Ah, wir können das Ding... Ah, wenn wir es im Inventar haben, können wir es rückentwickeln. Erforderlich 1 von 1 Gegenstand. Ja, okay, das hätten wir uns vielleicht früher mal sagen sollen. So, ich hätte das jetzt benutzt, bis es kaputt geht. Okay. Wir können das nicht Drag and Drop machen, ne? Nee. Okay, ja, ich glaube, das ist erstmal die Priorität, dass wir bessere Waffen bekommen. Wir wollen dem Feind eine Chance geben. Genau, nur eine kleine. da sind wir noch gut im Bau hier. Ich glaube, da lassen wir die Zeit jetzt einfach ein bisschen verstreichen, bis zumindest, was haben wir jetzt, 12 Stunden, 15 Stunden, 16 Stunden, also 16 Stunden, bis Nilsson wieder mit dabei ist. Und dann haben wir wieder ein volles Team. Und in der Zwischenzeit ist ja auch hier ein bisschen Forschung wird ja auch gemacht. Warte mal, ich habe jetzt gar nicht geguckt, weil bei der Nahrungsmittelproduktion Nahrung für 8 Soldaten. Das heißt, es wird dann plus 2 sein, okay. Weil das habe ich mich noch gefragt, wie viel da überhaupt bei rauskommt. Ah, Produktion abgeschlossen, sehr gut. Dann Nilsson. Warte mal, waren das schon 16 Stunden? Das waren noch keine 16 Stunden schon. Okay. Mit geht das du dort. Mit Kiste hast du mit dabei, Bilderstimme-Magazin, auch gut. Okay. Das heißt, wir haben jetzt ein volles Team wieder mit dabei. Das heißt, wir können die jetzt alle wieder in den Manticore verfrachten. Was? Bio-Essen? Achso. Ja, wir bauen das alles eigens an hier. Ist doch logisch. Wollen wir einmal so den Kreis abfliegen bis zum Nebel? Wir gucken mal. Ah, die forschen auch neben uns her. Infiltrator-Klasse. Ach, das gibt's auch noch. Ah, ist mit dem Trainingszentrum. Das Trainingszentrum ist in... Warum? Hier steht Trainingszentrum, hier steht Trainingseinrichtung. Jetzt weiß ich wieder nicht, ist das ein Übersetzungsfehler oder ist das... Oder soll das so? Erkundungsstätte. Der Medico 1 umkreist eine riesige Ansammlung von Zelten und anderen temporären Unterkünften. Unsere Soldaten landen und stellen fest, dass das riesige Lager völlig verlassen ist. Es sieht so aus, als wäre es einmal eine Art Hilfsbasis gewesen, die vom Roten Kreuz, dem Roten Halbmond oder den Vereinten Nationen verwaltet wurde. Ach so, hier lebt niemand mehr. Durchsuch das Lager. Stundenlanges Durchsuchen der zerstörten Zelte fordert sein Tribut von den Soldaten. Es ist schwer, die Überreste des Lebens von Menschen zu durchsuchen. Eine düstere Erinnerung an alles, was wir verloren haben. Deine Soldaten haben 10 Ausdauer verloren. Okay, einige haben... Ah, das wird verteilt. Ich dachte, jeder hat jetzt 10 Ausdauer verloren. Aber insgesamt, und das wird dann aufgeteilt. Okay. Cool. Das geht doch noch. Ah! Das können wir jetzt bauen, hä? Sehr gut. Aha. Dann tun wir das mal, hä? 175! Für so eine Schrotflinte. Wow.
Erforderliche Hände 2. Holla. Nee, das lasse ich erstmal. Sorry. Ey. So, ihr habt Margaret Peggy Craven. Die können wir auch gar nicht rekrutieren, weil zu wenig Zeug. Okay. Bewegen wir uns mal ein bisschen weiter. Ah, Trainingsanrichtung ist durch. Da oben. Ja, war das jetzt was... Ach so. Jetzt verstehe ich's. Wir müssen von der Fraktion Neu-Jericho, die wir noch nicht entdeckt haben, in einer Zuflucht ein Trainingszentrum sabotieren. Das macht halbwegs Sinn, okay. Und die haben dieselbe Mission für uns. Können wir das gleichzeitig abschließen? Ich meine, jetzt haben wir das hier schon akzeptiert. Okay, ich nehme das hier auch mal an. Wenn wir eine Unterkunft von einen Unterschlupf von Neu-Jericho finden, dann sabotieren wir mal einen Rekrutierungs. Das wird uns wahrscheinlich einen schlechten Ruf einbringen. Aber vielleicht können wir es wieder ausgleichen irgendwie. Mal schauen. Okay, Sanhedrin, Verschmelzung verschiedener politischer Bewegungen mit Wurzeln in der Sozialökologie, dem Anarchosyndikalismus und ähnlichen Glaubenssystemen. Als ausgesprochener Gegner von Hierarchien ist Sanhedrin egalitär und radikal demokratisch, wobei Entscheidungen per öffentlicher Versammlung herbeigeführt werden. Dennoch existieren zwei prominente Strömungen, die sich herauskristallisiert haben. Die polyphonische Tendenz, die glaubt, dass der Ursprung der dysfunktionalen Beziehung der Menschheit zur Umwelt in den Hierarchien der Dominanz liegt, und die Terraformer, für die die Menschheit zuerst kommt und die dem Konzept einer Anführerschaft weniger entgegenstehen. Das aktuelle Ziel Sanhedrins ist es, einen Weg der Koexistenz im neuen Ökosystem zu finden. Doch dieses Ziel wird von innen heraus in Frage gestellt. Das stimmt ja auch nicht wirklich. Sanhedrin was built on a dream. A world without hierarchies, without leaders, where human beings could embrace the potential of technology without its destructive side effects. The radicals of the old world had been proven right. The status quo could not sustain itself. But what now? What was the next step? Some argued for coexistence with the Pandoran ecosystem, hoping for a peaceful solution. Others advocated putting humanity before nature and claiming the planet for themselves. Trusting in the safety of their havens, the people of Sanhedrin argued about the best way forward. But the Pandora virus had little interest in their arguments, and its power was still growing. Aber dafür, dass sie so, wir wollen gut mit allen zusammenleben und alles ist schön und Harmonie und so. Was ist das denn? Oh, wir sind so harmoniebedürftig und alle sollen bitte zusammenleben und alles ist gut und alles ist toll, aber die da mögen wir nicht. Mach das mal bei denen kaputt. Because reasons. Die Brücke. Der Film. Eine Brücke zu weit. Unsere Soldaten sind auf einer Brücke mitten im Nichts gelandet. Weil das einfach so passiert. Irgendwo im Nirgendwo steht eine Brücke. Und da kommt man zufällig hin.
Offenbar hat eine Gruppe von Leuten hier versucht, eine Zuflucht zu gründen mit einer auf einer Brücke, mit einer Basis unterhalb der Brücke. Aber der Bau ist ist eine sehr große Brücke, oder? Aber der Bau ist unvollendet geblieben. Entweder sind die Leute getötet worden oder haben beschlossen, weiterzuziehen. Untersucht den Ort. Materialien und Nahrung. Nicht wirklich viel. Okay. Auf in den Nebel. Natürlich gewachsene Brücke. The more the disciples of Anu invest into this mutation tech, the further away they will move from what New Jericho considers humanity. This is not a threat, but a statement. Okay. Da haben wir jetzt wohl die dritte Fraktion gefunden. There is still time to look to reason, not superstition, for solutions. To seek answers in human will, instead of submission to the alien. But that time is running out. Okay, stand das bei den anderen beiden auch schon? Oder haben wir das nicht gesehen, weil wir die anderen da noch nicht kannten? An die Öffentlichkeit. Warte mal. War das jetzt einfach nur so ein Funkspruch? This New Jericho neural tech we've been hearing about. It sounds like a pretty cool technology, really. But has anyone thought about how easily it could be abused by, I don't know, an autocratic leader with delusions of grandeur? Entschuldigung. Diese russischen Akzente die ganze Zeit. Das macht mich fertig. Zumal wir spielen ja immer, also unsere Basis ist ja im Moment in Nordamerika. Das ist eine beunruhigende Möglichkeit. New Jericho ist eine Gesellschaft aus Gesetzen und Prinzipien. Es wird keinen Missbrauch geben. Natürlich. Dies ist nur ein schwacher Versuch, ein tiefgreifendes Problem mit menschlicher Biologie zu lösen. Kein Kommentar. Wodka, Wodka, Technologie. Ich meine, es stimmt ja schon. Aber wir sind auch irgendwie in einer extremen Lage. Also das würde ich nicht wählen, weil nur weil Gesellschaft mit Gesetzen und Prinzipien heißt das ja nicht, dass irgend so ein Dude vorbeikommt, nicht vorbeikommt und dann... Oh, das mache ich mir jetzt mal zunutze. Schwacher Versuch an tiefen ganzen Problemen. Das ist so nicht sagen und das ist einfach... Ja, stimmt halt. Oh. It is, isn't it? Warte. Sometimes I miss the days when such questions were just science fiction. But I guess sooner or later the future arrives and then... You have to deal with it. Ja, im Grunde genommen stimmt's. Lokaler Milizführer, ja, mach's eine Diktatur draus. Wieso mag mich Neu-Jericho jetzt schon nicht?